jemand vor einem Jahr auf dem Unternehmertag vorausgesagt hätte, dass die Welt so aussieht, wie sie heute aussieht, dann hätten ihn alle für verrückt erklärt. Es werden große Brocken kommen. So. Wenn man sich nicht beschäftigt mit der Politik, dann irgendwann klopft die Politik an deine Tür. Eigentlich ging es uns schon fast zu gut, aber das war unser Standard. Wir haben viele bewegende Momente gehabt, aber jetzt haltet euch fest. Das macht natürlich was mit einem. Es hat uns doch gezeigt, dass die Welt fragiler ist, als wir dachten. Wir dürfen vor den Dingen einfach nicht die Augen verschließen. Ich möchte schon auch gerne noch länger leben, aber nicht um jeden Preis. Wo stehen wir denn bei dem Thema Longevity heute in diesem Jahr 2022? How much would you pay for 10 more years? Also die Idee ist, lange gesund zu leben. Was nützt es mir, wenn ich 100 wäre, aber ich bin ans Bett gefesselt? Also hier wird schon Tacheles geredet. Man kommt zur Sache und man lässt es nicht zu, dass Leute sich mit bloßen verbalen Floskeln da herausreden. Es ist nicht von ungefähr, dass so viele kommen und zweitens auch hochkarätige Gäste. Ich merke richtig, hier ist was. Hier ist was in der Luft, sind alles Unternehmer, Leute, die was machen wollen. Ich finde, dass der Unternehmertag eine ganz wesentliche Rolle spielt, insbesondere weil hier eine so große Breite an Themen diskutiert wird. Ich glaube, wir haben eine riesen Verantwortung, die Zukunft eben nachhaltig und langlebig zu bauen. Es macht Spaß, in diesem Rahmen auch die Perspektive eines noch jungen digitalen Unternehmens zu vertreten. Es ist schön, sich auszutauschen. Es ist schön, auch zu hören, welche Herausforderungen jeder hat. 2022 war das Härteste, was ich bisher erlebt habe. Und du hast hier People, die sind actionable. Mit denen kannst du morgen gleich was tun. Ich mache eine Wette, jeder hier drin wird Kunde. Wow, ich glaube, Umdenken ist wirklich hart. Ich wünsche mir, dass meine Kinder eine Welt erleben, in der es wieder weiter aufwärts geht. In der es wieder besser wird. Weil nur mit Frieden können wir unsere Kinder erziehen. Nur mit Frieden können wir das weiter leben haben. Und für das Frieden, wie im Boxring, man muss kämpfen, wie für einen Sieg. Und ich hoffe, dass das irgendwie in den Köpfen der Menschen bleibt. Zusammen kann man unglaublich schaffen. Machen Sie sich echte Bilder von Menschen, die mit 80 Skifahren, die mit 90 Fallschirm springen und die mit 100 Wellen reiten. Und dann, meine Damen und Herren, werden Sie vielleicht nicht die Handschrift Gottes, aber mit 120 mit Sicherheit noch Ihre eigene entziffern können. Und dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß. Dankeschön.